Erfrischend natürlich. Der Bayerische Wald. Verschaffen Sie sich einen kleinen Überblick über eine der faszinierendsten Landschaften Deutschlands, den Bayerischen Wald. Zusammen mit dem Böhmerwald bildet er die größte Waldlandschaft in Mitteleuropa. In seinem Zentrum schlägt das wilde Herz des Kontinents, der grenzüberschreitende Nationalpark. Hier finden Sie den einzigen Urwald Deutschlands. Es erwarten Sie erlebnisreiche Begegnungen mit ursprünglicher Natur. Ihm vorgelagert liegen zwei Naturparke, deren natürliche und kulturelle Sehenswürdigkeiten es zu erobern gilt. Auch im Winter erwartet der Bayerische Wald in aller Gastfreundschaft seine Gäste. Grenzenlos kann hier die Natur erkunden, wer Lust auf spannende Entdeckungen mit einem kleinen Schuss Abenteuer hat. Werden Sie zum Entdecker bei Ihrer eigenen Bayerwald-Expedition. Wild und ungestüm und voller Kraft zeigt sich die Natur. Sie lehrt aber auch die Entdeckung der Langsamkeit. Beides fasziniert auf seine Weise. Das grüne Dach Europas, ein Paradies für Wanderer, Natur, aber auch Kunstliebhaber. Und hier das gläserne Herz des Bayerischen Waldes. Seit Beginn des 15. Jahrhunderts wird hier nachweislich ununterbrochen Glas geblasen. Mit Schwung hinein ins bayerische Ferienland. Bei diesem Angebot kommt keine Langeweile auf. Hier finden alle Familienmitglieder ihr Zuhause auf Zeit. Skifahren im Bayerischen Wald. Alle Wintersportorte bieten auf den schneesicheren Höhen und Tallagen in dieser Region Fahrspaß für Profis und Anfänger. Natürlich sind alle Familienmitglieder in den Skiregionen des Bayerischen Waldes immer gern gesehene Gäste, wobei jeder selbst mit vollem Genuss seiner Sportart nachgehen kann. Genießen Sie nun, was Sie in der Ferienregion Bayerischer Wald noch so alles erwartet, wenn Sie sich so richtig verwöhnen lassen. Spüren Sie die wohltuende Entspannung einer sanften Massage. Atmen Sie durch und genießen Sie Ihren ganz individuellen Wellnessurlaub. So geht das im Bayerischen Wald. Ein harmonisches Miteinander für Mensch und Natur. Und wann kommen Sie?